So, wir haben also heute die erste wirkliche inhaltliche Sitzung oder die zweite Sitzung Grundfragen des Mathematikunterrichts. Was steht heute auf dem Programm? Steht im Grunde schon auf der Folie. Zweck und Ziele des Mathematikunterrichts. Wenn wir uns das angucken wollen, müssen wir zunächst einige pädagogische Grundbegriffe etwas sortieren und ihr hoffentlich schon bestehendes Vorwissen aus den bildungswissenschaftlichen Grundlagen da aktivieren. Wir wiederholen also so ein paar wichtige Begriffe wie Erziehung, Bildung, Allgemeinbildung, Berufsbildung, die jetzt gar nicht spezifisch was mit Mathematikunterricht zu tun haben. Und danach widmen wir uns dann einem von insgesamt drei Ansätzen zur Frage, wie man aus einer Allgemeinbildungsperspektive heraus etwas zu Zweck und Zielen des Mathematikunterrichts sagen kann. Einen von drei, weil die anderen beiden, die sind dann Teil dieses Videos. Das Video und die erste Hausübung, das wird heute so gegen 4 Uhr, spätestens 18 Uhr dann freigeschaltet sein und ist dann zu bearbeiten bis nächste Woche, ich glaube um 9.30 Uhr haben wir mal gesagt, oder 9 Uhr. Damit wir dann noch eine Chance haben, gescheit die Gruppeneinteilung zu machen. Zunächst hole ich aber jetzt erstmal noch aus der ersten Sitzung eins von diesen drei Unterrichtsmodellen wieder hervor. Das war dieses eine Modell 1 Unterrichtsmodell nach R. Glaser, wo das eher so schön lineare Abfolge war. Und da befinden wir uns jetzt erstmal in diesem ersten Block Inhalte und Ziele oder wenn wir die Leitfragen, die ja beim letzten Mal auch auf den Folien oben waren, soll ja Grundfragen des Mathematikunterrichts heißen, also soll es auch Fragen geben, zu welchem Zweck und mit welchen Zielen sollen Kinder und Jugendliche Mathematik lernen. Ja. Auf diese Frage wird nun mit einer ganzen Reihe von pädagogischen Grundbegriffen geantwortet, sowas wie Erziehung, Bildung, Allgemeinbildung, Sozialisation, Personalisation und Qualifikation. So, für Fachunterricht ist dann insbesondere Bildung und Allgemeinbildung von Interesse. Die sind Ihnen vielleicht auch schon in dieser, ja, ich weiß gar nicht mehr, wie die jetzt heißt, Lehrveranstaltung aus den bildungswissenschaftlichen Grundlagen, irgendwas mit von Erziehung und Bildung, so und so von Erziehung und Bildung heißt die wahrscheinlich. Ich weiß nur nicht mehr, was so und so ist. Aber ist auch nicht schlimm, wenn Sie sich nicht mehr so gut erinnern, weil wir machen jetzt so eine Art kleines Einmaleins pädagogischer Grundbegriffe. So, also bei Bildung und Allgemeinbildung ist das ja so, da merkt man das ganz gut, dass das gar nicht so leicht zu sagen ist, was jetzt Bildung und Allgemeinbildung meinen, wenn man versucht, einen Text in eine andere Sprache zu übersetzen. Denken Sie mal ans Englische. Im Englischen können Sie das gar nicht so eins zu eins übersetzen. Haben Sie zum Beispiel den englischen Begriff Education, dann kann man das einerseits natürlich als Erziehung übersetzen und andererseits könnten wir das auch als Bildung übersetzen. Und manchmal ist das auch relativ wurscht, wie wir das übersetzen, ob wir das als Erziehung oder Bildung übersetzen. Manchmal sind aber doch deutlich unterschiedliche Dinge mit Erziehung und Bildung gemeint. Und dort, wo unterschiedliche Dinge mit Erziehung und Bildung gemeint sind, sind mit Erziehung normalerweise äußere Prozesse gemeint, also die Einwirkung auf Menschen, die Unterweisung oder die Aufzucht, wenn man das etwas altertümlich sagt, oder Englisch wäre das am ehesten so die Wortbedeutung, die in Richtung Instruction und Upbringing gehen würde. Und mit Bildung sind dann eher die inneren Prozesse gemeint, also was mit den Leuten passiert, innere Prozesse, die im Individuum ablaufen, auch so ein Stück weit unabhängig davon, ob da jetzt ein anderer ist, der auf den einwirkt oder ob der nur selber mal nach Italien fährt und wie Goethe so eine Bildungsreise macht. Ja? Und Englisch wird das am ehesten übersetzt mit sowas wie Self-Formation oder wenn Sie Lateiner sind, würden Sie sagen Formatio. Ja, auch die hier Maria Theresia, die hat auch nicht so gerne Bildung gesagt, die hat lieber Formatio gesagt, weil da noch alles auf Latein war. Wir können jetzt noch etwas genauer hinsehen
und die Unterscheidung von Erziehung und Bildung mit dem Buch vornehmen, wo ich im LV-Kommentar zu dieser Lehrveranstaltung aus den bildungswissenschaftlichen Grundlagen, wo ich jetzt nicht mehr weiß, wie die heißt, nachgesehen habe, was da das empfehlenswerte Buch ist. Da gibt es irgendwie sowas, Erziehungswissenschaftler für Bachelor. Und da steht das so drin. Der Begriff der Erziehung beschreibt Prozesse, die Personen, in der Regel Kinder und Jugendliche, unter Anleitung anderer, in der Regel Erwachsener, durchlaufen, um ihre intellektuellen, emotionalen, geistigen, sozialen und psychischen Fähigkeiten zu entwickeln. Das nennt man eher Personalisation. Und um zu vollwertigen Mitgliedern der soziokulturellen Gemeinschaft zu werden, der sie angehören. Das nennt man dann eher Sozialisation oder manchmal auch Enkulturation. Wichtig, da sind welche, die wirken auf andere ein, mit dem Ziel Personalisation und Sozialisation. So, also Erziehung ist eher die äußere Seite. Und jetzt steht hier auch, Bildung bezeichnet hingegen den in der Person ablaufenden Prozess des Sich-Herausbildens eines Selbst- und Wertbewusstseins. Im Grunde genommen geht es da auch um Personalisation und Sozialisation, aber Bildung beschreibt halt eher das, was in den Individuen drinnen passiert und was dann auch auf die Außenwelt gerichtet ist und das Handeln der Person steuern soll. Das ist jetzt relativ abstrakt. Es gibt ja immer die Kritik, in den Bildungswissenschaften werden sehr schöne Worte für Dinge gefunden und man ist dann hinterher irgendwie genauso schlau wie vorher. Also schauen wir vielleicht mal bei einer historischen Quelle nach, ob die das früher vielleicht besser aufgeschrieben haben. Ja, und wenn man über Bildung redet, dann kommt man eigentlich nicht hier an Wilhelm von Humboldt vorbei, der in Preußen eine Zeit lang das Bildungssystem reformiert hat. Der gilt zum Beispiel auch als federführend für die Idee der deutschen Universität. Und der war dann auch mal, später war dann Abgesandter in Wien. Da hatte eigentlich nichts mehr mit Bildung zu tun. Trotzdem hat die Ideen, die er zum Bildungssystem hatte, das hat dann auch mit etwas zeitlicher Verzögerung das Bildungssystem in Österreich und Ungarn durchaus stark beeinflusst. So, also das ist Wilhelm von Humboldt, nicht zu verwechseln mit seinem Bruder Alexander von Humboldt. Das ist dieser Naturforscher, wo es auch diesen Film gibt, die Vermessung der Welt und so. Aber das ist sein Bruder. Gut, was ist bei Humboldt Bildung? Bei Humboldt ist Bildung ziemlich was Großes, nämlich nicht weniger als der wahre Zweck des Menschen. Nämlich, das ist so ein ganz berühmtes Zitat, die höchste und proportionierlichste Bildung all seiner Kräfte zu einem Ganzen. So, das klingt gewaltig. Also all ihre Kräfte sollen sie entwickeln, möglichst proportionierlich, also in einem guten Verhältnis zueinander, sowohl das Körperliche als auch das Mathematische, als auch das Musikalische und so hoch wie möglich. Also so gut aufeinander abgestimmt wie möglich und so hoch wie möglich. Da merken Sie schon, das geht ja eigentlich gar nicht, weil man hat ja nur begrenzt Zeit. Ich kann ja nicht überall super werden und gleichzeitig ist das total ausgewogen. Deswegen nennt man das auch ein Bildungsideal. Das kann quasi gar nicht erreicht werden, das kann nur annähernd erreicht werden. Da ist ein Zielkonflikt drin, wenn Sie sagen, so hoch wie möglich und so gut aufeinander abgestimmt wie möglich. Zweitens gibt es aber auch noch ein etwas mehr Down-to-Earth-Verständnis von Bildung bei Humboldt als Allgemeinbildung. Da gibt es so einen Brief, den der Humboldt geschrieben hat an den preußischen König. Der preußische König hat ihm halt den Auftrag gegeben, da das Bildungssystem neu zu gestalten. Und dem konnte er ja jetzt nicht schreiben, in der Schule geht es darum, den wahren Zweck des Menschen zu verwirklichen. Da hätte der König gesagt, was ist denn das für eine Spinnerei? Und deswegen sagt er das dann deutlich pragmatischer. Ich lese das jetzt mal vor, so wie es genau da steht. Jeder ist offenbar nur dann ein guter Handwerker, Kaufmann, Soldat und Geschäftsmann, wenn er an sich und ohne Hinsicht auf seinen besonderen Beruf ein guter, anständiger, seinem Stande nach aufgeklärter Mensch und Bürger ist. Also so jemand zu werden, ein guter, anständiger, seinem Stande nach aufgeklärter Mensch und Bürger, wobei das mit den Ständen heute vielleicht nicht mehr so gut funktioniert, das ist das Ziel von Allgemeinbildung. Und das ist schon ein bisschen weniger als den wahren Zweck des Menschen zu verwirklichen. Drittens,
Die Allgemeinbildung geht sowohl, was das Zeitliche angeht, als auch, was das Logische angeht, bei Humboldt spezieller Berufsbildung voraus. Das ist auch ganz strikt getrennt. Wir haben ja gerade gehört, Allgemeinbildung ohne Hinsicht auf seinen Beruf. Und er macht da auch einen sehr klaren Unterschied und sagt, durch Berufsbildung soll man nur Fertigkeiten zur Anwendung erhalten, wird also gewissermaßen an die Qualifikationsanforderungen, die in einem bestimmten Beruf bestehen, angepasst. Und dabei muss man sich dann, sagt Humboldt, oft auf in ihren Gründen unverstandene Resultate beschränken, weil Zeit oder Talent für die Einsicht fehlt. Also da sagt er, für Berufsbildung ist das ein Stück weit in Ordnung und für Allgemeinbildung eben gerade nicht. Allgemeinbildung soll ja die Kräfte des Menschen stärken und soll ihn läutern und regeln, heißt das da auch noch, und zwar durch Aufklärung. Aufklärung, das kennen Sie bestimmt noch, Kant, habe Mut, dich deines eigenen Verstandes ohne Anleitung eines anderen zu bedienen. So, bei Humboldt heißt das etwas anders. Zur Aufklärung gehört da die vollständige Einsicht der streng aufgezählten Gründe einer Tätigkeit. Also man muss alles ganz genau verstanden haben, sonst trägt das eigentlich nicht zur Allgemeinbildung bei. Viertens, das ist jetzt auch noch wichtig, trotzdem hat Allgemeinbildung auch den Zweck, Humboldt sagt sogar den Hauptzweck, dass nur für wenige Gewerbe noch unverstandene und nie auf den Menschen zurückwirkende Fertigkeit übrig bleibt. Also in der Berufsbildung ist das zwar okay, dass man da nicht immer alles versteht und daran angepasst wird, aber möglichst sollte in der Allgemeinbildung eigentlich schon so eine gute Grundlage geschaffen werden, dass immer weniger solche unverstandenen, reinen Fertigkeiten dann in der Berufsbildung wichtig sind. So, das war also die Idee von Humboldt. Wenn man jetzt genauer hinschaut, dann kann man sich streiten, ob die Schulen das jemals geleistet haben. Also, insbesondere muss man ja auch dann denken, der schreibt das zu einer Zeit der ständischen Gesellschaft. Und wenn Sie da an die Volksschulen denken, die so für die niedere Bildung zuständig waren, dann war das da doch oft auch Abrichtung auf Fertigkeiten. Zum Beispiel auch im Rechenunterricht hieß das früher noch, hat man den eigentlich im wesentlichen Rechenverfahren eingebimst und sich nicht so sehr viel darum gekümmert, ob die das dann wirklich verstehen. Das hat schon sehr früh Kritik daran gegeben von so den ersten Proto-Mathematikdidaktikern, so Leute wie Diesterweg oder Kühnel, die gesagt haben, nein, das ist gar nicht vernünftig, wir müssen auch beim Rechnen lernen, dafür sorgen, dass die Leute das verstehen, sonst vergessen die das wieder alles und dann ist das nicht nachhaltig. So. Wir fassen also nochmal das Wichtigste an unserer virtuellen Tafel zusammen. Allgemeinbildung ist gewissermaßen der Teil von Bildung, den jeder Mensch, unabhängig von seinem späteren Beruf, möglichst schon in der Schule mitbekommen soll. Man kann das auch so sagen, deswegen steht da hier so was komisches Englisches drunter, das ist der sozial verallgemeinerbare Teil von Bildung. Also das, wo man denkt, das kann man möglichst allen Menschen mitgeben. Dass dann natürlich in der Praxis nicht jeder gleich viel mitbekommt in der Schule, ist auch irgendwie klar. Und das ist halt so. Aber den Anspruch kann man haben, das sollte eigentlich jeder mitbekommen. Allgemeinbildung ist also zunächst unabhängig vom Beruf. Und trotzdem ist sie eben auch eine Grundlage dann für Vocational Education, also für die Berufsbildung. Das spielt doch dann auch immer noch eine gewisse Rolle. Das ist jetzt immer noch etwas allgemein, sagt uns jetzt noch nicht so ganz genau, was wir im Mathematikunterricht machen sollten. Naja, wir haben schon gehört, das wäre nicht schlecht, wenn die Leute das auch wirklich verstehen, was sie da lernen. Und das wäre auch gut, wenn man da was den Leuten beibringt, was jetzt nicht nur diejenigen brauchen, die später dann Mathematiker werden, sondern unabhängig von ihrer späteren Beschäftigung. Aber wir müssten das jetzt eigentlich noch konkreter haben. Und dafür sind dann diese Allgemeinbildungskonzepte da. Und eins davon ist das von Hans-Werner Heimann. Da kommen Sie auch eigentlich nicht wirklich dran vorbei, an dem Hans-Werner Heimann, wenn Sie hier in Klagenfurt studieren. Und der spielt auch eine gewisse Rolle, unter anderem für die Bildungsstandards, für die 8. Schulstufe. Da wird doch auch auf dieses Konzept zurückgegriffen. Mich persönlich verbindet mit Hans-Werner Heimann, dass er so 2 oder 3 Jahre, nachdem ich angefangen habe zu studieren, als Professor für Erziehungswissenschaft und Schulpädagogik an die Universität Siegen gekommen ist, wo ich studiert habe. Und ich habe auch so 3 oder 4 Seminare bei ihm gemacht. Das Foto ist jetzt neuer, der ist jetzt neuerdings dann Hochschulrat
in Siegen. Von da ist das Foto. Also früher sah er noch ein bisschen jünger aus. Und ich habe sogar ein Seminar zur Allgemeinbildung bei ihm gehabt. Und ich hatte auch eine Examensprüfung sogar bei Hans-Werner Heimann. Kennen ihn also tatsächlich auch persönlich ganz gut. Das ist aber nicht so wichtig. Wichtiger ist, 1995 hat Hans-Werner Heimann seine Habilitationsschrift abgegeben. Das ist das, was man abgibt, damit man sich danach dann ordentlicher Universitätsprofessor nennen kann oder in Deutschland einfach nur Professor, weil in Deutschland ja nicht alle Lehrer Professor heißen, sondern nur die, die an Universitäten tätig sind. Die hat er abgegeben, die hieß Allgemeinbildung und Mathematikunterricht. Und das hat dann eigentlich ungewöhnlich für so pädagogische und mathematikdidaktische Habilitationsschriften, die ja eher so in Büchereien verstauben, ein riesen Presseecho gegeben. Bis hin in die Bild-Zeitung. Die Bild-Zeitung hat irgendwie nicht so ganz richtig verstanden, was der Heimann wollte und hat dann geschrieben, Professor, Doppelpunkt, zu viel Mathe ist Quatsch. Und da ging es darum, dass der Heimann in seinem Buch so zwei Szenarien drin hat, wo er sagt, naja, er könnte sich vorstellen, dass man für diejenigen, die jetzt nicht so viel mit Mathematikunterricht zu tun haben, nach der siebten Schulstufe dann eine Trennung macht und danach geht das dann auseinander. Und da haben dann einige verstanden, das, was bis zur siebten Schulstufe ist, ist noch für alle wichtig und danach, das braucht man eigentlich nicht mehr. Und andere Zeitungen, ich glaube Süddeutsche hat geschrieben, also 7 Jahre Mathe reichen aus. Und das ist halt insgesamt sehr gut angekommen, weil Ihnen vielleicht auch bewusst ist, dass es halt doch relativ viele Menschen in der Gesellschaft gibt, die mit gewissen Verletzungen durch den Mathematikunterricht durchs Leben gehen. Und wenn denen dann einer sagt, 7 Jahre würden eigentlich reichen, freuen die sich. Sie können sich jetzt auch vorstellen, dass so Mathematiker an Universitäten das jetzt nicht so lustig finden, wenn in der Bild-Zeitung steht, also hier bei Ihnen Kronenzeitung, zu viel Mathe ist Quatsch. So, dann hat es da einigen Streit gegeben und dann wurde auch so ein Gegenkonzept geschrieben. Das kommt dann auch teilweise in dem Video dann vor. Aber wenn man sich das genauer ansieht, steht das da gar nicht bei Heimann. Und das lohnt sich auch, das etwas genauer anzusehen, weil da stehen viele Dinge drin, die dann auch Möglichkeiten geben, sowohl in der Beobachtung von Unterricht, was jetzt eher im PPS 1 dann dran sein wird, als auch dann in der Planung von Unterricht, was dann im PPS 2 und PPS 3 drin ist, sich zu überlegen, was kann ich eigentlich machen, damit mein Unterricht wirklich so im Anspruch von Allgemeinbildung auch gerecht wird. Welche Ziele kann ich eigentlich zu so einer Unterrichtseinheit dazuschreiben, die da vernünftig sind? So, was hat er denn so geschrieben? Also zunächst mal, das ist ganz klassisch, auch bei Heimann gibt es diese Unterscheidung zwischen Bildung und Allgemeinbildung. Bildung ist hier der individuelle Prozess, merken Sie wieder, der Selbstentwicklung oder Selbstverwirklichung des Menschen in bewusster, aktiver Aneignung und Auseinandersetzung mit überindividuellen kulturellen Gegebenheiten. Also mit sowas wie Kunst, Wissenschaft, Ethik und so weiter. Und das ist eigentlich sehr ähnlich, wie das da in diesem Saal- und Handke-Buch stand oder wie es auch beim Humboldt eigentlich schon angelegt ist. Also hier geht es auch wieder um dieses etwas schöngeistige Menschlichkeit des Menschen und es geht um so Fragen wie, was macht das Menschsein eigentlich aus? Wie wird der Mensch eigentlich zum Menschen? Wie soll der Mensch sein? So, jetzt habe ich Ihnen ja gerade gesagt, beim Heimann wird das gleich alles viel konkreter. Stimmt, aber eben nicht bei der Bildung, sondern erst bei der Allgemeinbildung. Im Idealfall zeichnet sich dann jemand, der gebildet ist, dadurch aus, dass er eine aufgeklärte, reflektierte und verantwortungsvolle Lebensweise hat. Ja. Aber das ist jetzt wieder dieses sehr hehre Ideal. So ganz praktisch geht es bei Heimann um Allgemeinbildung und das ist jetzt wieder dieser sozial verallgemeinbare Teil. Und da geht es um ganz pragmatische Fragen wie, was sollen Kinder und Jugendliche an öffentlichen Schulen lernen? Also was und wie soll an Schulen eigentlich unterrichtet werden, damit da dann bei den Schülern sich Allgemeinbildung entwickelt? Mit Bildung hat dann Allgemeinbildung insofern zu tun, sagt der Heimann, als Allgemeinbildung so ein Bodensatz für individuelle Bildung ist. Also es gibt einen gesellschaftlichen Konsens. Wir müssen allen Menschen zumindest Voraussetzungen dafür schaffen, dass sie sich dann weiter bilden können. Und dann vielleicht diesem Ideal, was der Humboldt oder was der Heimann beschreibt, näher kommen. Aber die Schule muss jedenfalls dafür Grundlagen schaffen. Also der allgemeinbildende Auftrag, den die Schule bekommt von der Gesellschaft, besteht darin,
die Dinge, die man für ein vernünftiges Leben, also nicht ein reines Überleben, in der Gesellschaft nötigen kulturellen Errungenschaften von den Erwachsenen an die Kinder und Jugendlichen weitergibt. So, und jetzt gehen wir einfach mal davon aus, Mathematik gehört halt zu diesen kulturellen Errungenschaften irgendwie auch dazu und muss auch weitergegeben werden. So, aber welche Mathematik muss weitergegeben werden? Da sagt der Heymann zunächst, die objektive von Verwendung der Mathematik in der Gesellschaft würde allein noch nicht sagen, was das Individuum an Mathematik lernen soll. Was meint das? Heymann meint damit, dass heute natürlich in der Gesellschaft sehr viel mehr Mathematik eingesetzt wird als meinetwegen zu Zeiten von Humboldts. Sie haben ja alle Ihre Smartphones und Computer rumliegen, da steckt ganz unheimlich viel Mathematik drin. Es ist aber trotzdem fraglich, ob Sie so wahnsinnig viel mehr Mathematik in Ihrem Alltag einsetzen, weil Sie müssen ja überhaupt nicht verstehen, wie das Smartphone da intern irgendwas rechnet. Also es gibt auch die ganz entgegengesetzte Tendenz, dass dadurch, dass wir mehr Geräte haben, die mathematische Dinge durchführen können, wir vielleicht sogar weniger Mathematik brauchen. Auf jeden Fall ist das so, dass man nicht einfach aus der Verwendung von Mathematik, die es so gibt, also es wird jetzt mehr Mathematik verwendet, deswegen müssen die Leute auch unbedingt mehr Mathematik lernen. Das ist ein bisschen schwierig. Ich habe zum Beispiel relativ wenig Ahnung von Physik. Ich fliege aber relativ häufig. Ich könnte Ihnen aber nicht erklären, warum ein Flugzeug fliegt. Das ist auch nicht wichtig. Das kann ja trotzdem fliegen. Und so ähnlich kann man das bei der Mathematik eben auch sehen. Also ich nicht persönlich. Ich könnte jetzt das Flugzeug nicht fliegen, aber da kommen wir später noch zu. Es ist halt wichtig, dass es in der Gesellschaft Experten gibt, die diese Dinge dann sehr gut verstehen. Es ist aber die Frage, was kann Allgemeinbildung zu so einer Expertenbildung überhaupt beitragen? Das wird dann bei dem zweiten Bildungskonzept noch eine ganz wichtige Rolle spielen, diese Frage. Gut, also muss man fragen, oder sagt der Heymann, wie viel Mathematik und welche Mathematik sollen Heranwachsende zu ihrem eigenen Nutzen und zum Nutzen der Gesellschaft lernen? So, da jetzt einige Leute, die sich so ein bisschen mit älterer Bildungstheorie auskennen, werden da manchmal etwas allergisch. Der Humboldt, der hatte das nicht so mit dem Nutzen. Aber hier ist das zumindest dann auch so gemeint, wenn Sie jetzt sagen, zu Ihrem eigenen Nutzen, das meint dann nicht nur, damit er jetzt irgendwie clever die Leute über die Ohren haut, sondern das meint eben auch dadurch, dass er halt die Menschlichkeit des Menschen entfaltet. Aber es stimmt schon, es ist irgendwie stärker funktional beschrieben, als das traditionell bei Bildung der Fall war. Da hat man immer gesagt, der soll sich auch unabhängig vom Nutzen mit Kultur beschäftigen. Da sagt der Heymann auch, ja, das ist schon wichtig, aber wir müssen ja jetzt in der Schule gucken, dass wir für alle Grundlagen legen. Und da sind die Dinge, die den Leuten was nutzen und wo wir auch sagen, das nutzt dann auch der Gesellschaft, vielleicht doch auch wichtiger als die Dinge, wo wir sagen, da können wir uns jetzt eigentlich nicht wirklich dran vorstellen, wie die Leute daraus Nutzen ziehen. Gut, wie macht er das? Durch 7 Aufgaben. Er selbst hat da immer als Scherz so erzählt, es gäbe ja so psychologische Studien, dass man sich so 5 bis 9 Dinge, die unabhängig voneinander sind, ganz gut merken kann. Mehr oder weniger nicht. Und dann hat er gesagt, okay, 7 ist genau die Mitte, also mache ich 7 Aufgaben des allgemeinbildenden Mathematikunterrichts. Sie werden auch merken, dass die nicht immer ganz trennscharf sind. Was sie aber schon ganz gut widerspiegeln, ist eigentlich auch so das, was Bildung eigentlich immer bedeutet hat, nämlich so eine Art allseitige Bildung. Wir gucken gleich auch so ganz kurz mal rein, was meinen eigentlich diese einzelnen Sprechblasen, aber im Wesentlichen wird das dann Teil der Arbeitsphase sein. Ich sehe auch, dass ich sehr gut in der Zeit liege, muss mich also gar nicht hetzen. Etwas anders zusammengestellt, nämlich in so 3 Blöcke sortiert, hat sein, ich würde fast sagen, Kumpan Hans Brügelmann das. Der Hans Brügelmann, der war ziemlich gleichzeitig wie der Hans-Werner Heymann auch in Siegen. Der Hans-Werner Heymann war für Sekundarstufe zuständig und der Hans Brügelmann war für die Primarstufe, also Volksschullehrer, zuständig. Und die haben viel miteinander gearbeitet. Der Hans Brügelmann hat auch so ein sehr schönes Buch eigentlich zur Pädagogik geschrieben. Schule verstehen und gestalten heißt das, glaube ich. Daraus ist das auch zitiert. Und der gliedert das so in 3 Blöcke, habe ich gerade schon gesagt.
Ich stelle Ihnen dann irgendwann auch noch in Moodle so eine Doppelseite rein. Das ist so die kürzestmögliche Fassung von Heimanns Bildungskonzept. So auf einer A4-Seite die Basics zusammengestellt. Hier gebe ich jetzt immer mal nur die Überschriften rein, was damit allgemein gemeint ist. Und im Moodle steht dann nachher auch, was im Mathematikunterricht gemeint ist. Da sage ich aber auch kurz was zu, beziehungsweise beschäftigen Sie sich auch noch mit. Das ganze Buch von dem Heimann ist nämlich grundsätzlich so aufgebaut, dass im ersten Teil er unabhängig vom Fach Mathematik zunächst mal diese 7 Aufgaben beschreibt und sagt, was meint das allgemein für Schule? Und dann gibt es einen zweiten Teil, wo er dann sagt, und das könnte das jetzt für Mathematikunterricht heißen. Gut, also schauen wir mal. Die ersten 2 Ziele, Lebensvorbereitung, da geht es um alltagspraktische Qualifikationen. Für Mathematik würden da zum Beispiel so Dinge dazugehören wie die Grundrechenarten, Prozent-, Zins- und Schlussrechnung, aber auch sowas wie ein Gefühl für quantitative Zusammenhänge, sich Größenordnungen vorstellen können und mit so typischen Darstellungen wie Tabellen und statistischen Grafiken umgehen können. Dann die Stiftung kultureller Kohärenz. Ja, das weiß man spontan eher nicht, was das meint. Das meint so eine Grundlage für die Verständigung zwischen den Generationen, also alt und jung, zwischen verschiedenen Subkulturen. Das meint so ja, jedes Fach, so Mathematiker und Musiker, das sind so ganz eigene Subkulturen. Und die müssen sich aber immer noch auch irgendwie mit der Gesamtkultur verständigen. Was kann dafür im Unterricht getan werden? Und der Schüler soll sowas wie eine reflektierte kulturelle Identität entwickeln. So fragt man sich jetzt, was hat denn das mit Mathematik zu tun? Ich spoilere es zumindest kurz. Hier wird es auch so um sowas gehen wie die historische Entwicklung von Mathematik. Und dann geht es um so zentrale Ideen, die aufzeigen, wie Mathematik mit außermathematischer Kultur zusammenhängt. Aber mehr sage ich nicht, weil das kommt ja im Arbeitsauftrag. So, dann gibt es Weltorientierung. Das ist so manchmal etwas schwierig abzugrenzen gegenüber Stiftung kultureller Kohärenz. Da geht es um Wissen und Zugang zu den Wissenschaften als verschiedene Denkweisen, mit denen man auf Welt gucken kann. Jetzt kann man sagen, mit Mathematik kann ich bestimmte Probleme in der Welt in einer bestimmten Art und Weise lösen. Und dann kann ich sagen, naja, mit Sprache und Kommunikation kann ich auch bestimmte Probleme in der Welt lösen. Vielleicht nicht dieselben. Also wenn Sie jemand gegenüber Ihre Liebe ausdrücken wollen, ist Mathematik vielleicht nicht das geeignete Mittel der Wahl und Sprache und Kommunikation haben eine sehr wichtige Bedeutung. Also da geht es auch darum, dass man so einen Eindruck davon kommt, was passt, welche fachlichen Zugänge passen eigentlich zu welchem Problem. Und andere Problemfelder gibt es, wo man sagen kann, da können Sie mit ganz verschiedenen Blickwinkeln drauf gucken. Wenn Sie jetzt denken, Atomkraft, ja, da kann man immer sagen, ja, Physik. Aber natürlich auch sowas wie Ethik oder Biologie und so weiter. Und davon einen Eindruck zu bekommen, das wäre hier bei der Weltorientierung. Der Unterschied vielleicht zwischen Stiftung kultureller Kohärenz und Weltorientierung ist, bei Stiftung kultureller Kohärenz geht es eher darum, dass man erkennt, die Mathematik, die ist irgendwie verbunden mit der Realität. Und das soll dann helfen, dass man die Mathematik irgendwie besser versteht. Und bei der Weltorientierung, da geht es eher darum, dass man etwas über die Welt versteht, indem man Mathematik einsetzt oder Biologie einsetzt oder Sprache einsetzt. Dementsprechend steht hier auch im Vordergrund mathematisches Modellieren von außermathematischen Sachverhalten und eben auch in nicht so ganz alltäglichen Kontexten. Da steht ja auch als Überschrift drüber, über unmittelbare Handlungsbedürfnisse hinaus. Also man will den Leuten schon zumuten, dass sie sich auch mit Fragen beschäftigen, die jetzt nicht Alltagsprobleme behandeln. Bei Klafki gibt es das auch sowas so epochaltypische Schlüsselprobleme. Wie gehen wir mit unseren Alten um? Wie gehen wir mit den Armen um? Wie gehen wir mit so und so um? Kann jetzt nicht überall Mathematik was zu beitragen, aber wenn Sie an die unterschiedlichen Fächer der Schule denken, dann vielleicht schon. So, dann gibt es die Anleitung zum kritischen Vernunftgebrauch. Das ist so das klassischste Ziel wahrscheinlich für Mathematikunterricht. Also wenn man so spontan Leute fragt, sagen die immer, ah, da lernt man halt denken. Und das schränkt jetzt der Heimann so ein bisschen ein und sagt, naja, in den einzelnen Fächern lernt man so ein ganz spezifisches Denken und man muss irgendwie auch mitlernen, wofür ist dieses Denken in der Mathematik, in der Informatik, in der Physik gut und wo hat das aber dann auch seine Grenzen und man braucht vielleicht andere Arten, sich die Dinge anzusehen.
So, und hier steht dann zum Beispiel dazu, was auf jeden Fall dazu gehört, Sie können schlecht sagen, Sie sind für kritischen Vernunftgebrauch und dann lassen Sie die Leute alles Mögliche auswendig lernen. Das widerspricht irgendwie so ein bisschen dem kritischen Vernunftgebrauch. Also wäre eine Anforderung, die da mal hintersteckt, ist das Verstehen von Rechenverfahren. Das Diskutieren alternativer Lösungsideen würde dazugehören. Und dann steht hier so etwas blumig, man soll Mathematik als Verstärker und als Scheuklappe des eigenen Denkens erfahren. Also man soll quasi merken, was bekommt man gut in den Blick mit Mathematik und was muss man aber auch auf die Seite legen. Wenn Sie jetzt zum Beispiel denken, es wird ja immer relativ viel in Kennzahlen ausgedrückt, zum Beispiel auch Schulnoten. Für gewisse Dinge sind die gut, nämlich die Schüler in eine Reihenfolge zu bringen. Für andere Dinge sind die vielleicht nicht so gut, weil aus der reinen Schulnote erfährt der Schüler jetzt eher nicht, wo er denn eigentlich seine Schwierigkeiten hat. Und so Dinge gibt es halt häufig, dass man sagen kann, Mathematik hilft da an einer gewissen Stelle. Ich habe das schön übersichtlich, wer ist da gut in der Klasse, wer ist schlecht. Aber andere Dinge leisten die Mathematisierung vielleicht nicht. Über sowas nachzudenken würde auch zum kritischen Vernunftgebrauch gehören. So, dann haben wir jetzt noch so drei etwas weichere allgemeinbildende Ziele des Mathematikunterrichts. Entfaltung von Verantwortungsbereitschaft, Einübung in Verständigung und Kommunikation und Stärkung des Schüler-Ichs. Da merkt man schon, das ist jetzt nichts, wo Mathematik fachinhaltlich besonders viel beiträgt. Da geht es eher darum, was gibt es für eine Unterrichtskultur. Also da geht es um die Qualität der Bildungsprozesse eher. So ein paar Elemente will ich da vielleicht auch sagen. Dazu würde zum Beispiel gehören produktive Auseinandersetzung mit Fehlern, statt nur versuchen, die zu vermeiden. Fragen nach Sinn von Aufgaben und Bedeutung von Lösungen zulassen. Der Unterricht soll geprägt sein für Toleranz, auch für Umwege, wenn einer mal was umständlich gerechnet hat, den nicht sofort abbrechen. Unterschiedliche Lösungen diskutieren. Auch spielerische und kreative Formen des Umgangs mit mathematischen Aufgaben zulassen, aber dann eben auch Mitverantwortung an die Schüler übergeben für das Lernergebnis. Das wären alles so Sachen, die in diese drei sozialethischen Zielsetzungen reinfallen. Gut. Ich selber erzähle Ihnen jetzt noch die unmittelbare Lebensvorbereitung. Da muss man immer so ein bisschen aufpassen. Im Großen und Ganzen sind jetzt diese ganzen 7 Ziele, ich kann auch noch die alle mal einmal aufschlagen, hat das natürlich alles irgendwie mit Lebensvorbereitung zu tun. Aber es gibt dann noch einen Punkt, der noch mal rausgegriffen ist, der speziell Lebensvorbereitung heißt. Und manchmal steht dann auch unmittelbare Lebensvorbereitung dazu. Also das sollen jetzt wirklich direkt für das spätere Leben nützliche Dinge sein. Die anderen Sachen, die wirken eher indirekt. So, jetzt wieder vorgespult. So, also im Allgemeinen gibt es breite Zustimmung. Die persönliche Verwertbarkeit und die lebenspraktische Nützlichkeit von Dingen, die man in der Schule lernt, ganz nett wären. Und dass das natürlich auch wichtig ist für den Fortbestand der Gesellschaft. Aber dieser breite Konsens zerbricht dann häufig an der Konkretisierung, nämlich an der Frage, ja, was davon soll denn jetzt konkret in der Schule behandelt werden? Also, bei Heimann ist, wie ich gerade schon gesagt habe, die Antwort so ein bisschen zweigeteilt. Es gibt einmal die Lebensvorbereitung im engeren Sinne oder auch die unmittelbare Lebensvorbereitung. Das sind konkret benennbare Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten. Wenn man sich darauf beschränkt, dann gibt das manchmal den Vorwurf, das wäre so eine auf reine Nützlichkeit verkürzte Sichtweise oder eine Funktionalisierung. Da kriegt quasi das Kind nicht mehr genug Eigenrecht, sich zu entwickeln, auch unabhängig von den Erfordernissen der Gesellschaft. Also da kommt das Kind selber nicht genug vor mit der Entfaltung seiner Menschlichkeit. Deswegen gibt es bei Heimann eben auch diese Lebensvorbereitung im weiteren Sinne. Das sind im Grunde genommen die ganzen anderen 6 Aufgaben. Dazu gehört eben auch die Entfaltung individueller Haltungen und Tugenden. Aber man muss auch sagen, wenn man sich jetzt nur auf diese anderen 6 Aufgaben beschränken würde, dann könnte ich auch einen Vorwurf machen, nicht? Da könnte ich sagen, da kommt ja das lebenspraktisch Nützliche gar nicht vor. Also deswegen ist da so ein bisschen der Versuch, zwischen diesen beiden Ebenen
mittelbare und unmittelbare Lebensvorbereitung zu vermitteln. So, wie wählt man jetzt aus, was zur unmittelbaren Lebensvorbereitung gehört? Also es sollen ja konkrete Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten sein. Und der Heimann schlägt dann vor, so 5 Kriterien herzunehmen. Sie sollen zu einer normalen Lebensführung notwendig sein. So, Sie dürfen jetzt also nicht sagen, ein späterer Mathe-Prof braucht das alles. Weil da kann man sagen, das ist ja jetzt nicht die normale Lebensvorbereitung. Mathe-Profs werden 0,5% der männlichen und 0,25% der weiblichen Bevölkerung. Oder noch weniger vermutlich. Also das gilt nicht. Das muss schon die normale Lebensvorbereitung von fast allen Menschen sein. So, die aktive Teilnahme am gesellschaftlichen Leben ermöglichen, das meint, das soll auch nicht zu wenig sein, sodass sie sagen, naja, sterben tut er jetzt auch nicht, wenn er die Grundrechnungsarten nicht kann. Ja, aber kann laufend übers Ohr gehauen werden. Also es darf auch nicht zu wenig sein. So, das sollen Dinge sein, die ohne Schule größtenteils nicht gelernt werden. Da denkt man eben doch, dass Kinder ja auch noch ein Leben außerhalb der Schule haben und viele Dinge mehr oder weniger selbstverständlich da eben auch mitgelernt werden. Das ist aber relativ, also da kann man jetzt sagen, das ist so ein bisschen kritisch, weil man sagen würde, so der eigentliche Spracherwerb, hätte man traditionell gesagt, passiert in den Familien. So, aber sobald sie Migration haben, können sie da natürlich nicht mehr so selbstverständlich von ausgehen und müssen sich dann überlegen, wie kriegen die eigentlich die Verkehrssprache des Unterrichts beigebracht. Aber normalerweise ist der Unterricht immer davon ausgegangen, naja, so die reine Alltagssprache, die können die Leute schon. So, die nicht ohne weiteres in Spezialkursen erwerbbar sind, da ist Heimanns Standardbeispiel Führerschein, macht man zumindest in Österreich und Deutschland eher nicht in der Schule, in den USA gibt es das teilweise, weil man sagt, ach, das kann man relativ kurzfristig in einem Spezialkurs lernen. Und da braucht man jetzt nicht 10 Jahre systematischen Unterricht, damit man das lernt. Und dann Dinge, die von ihrer Struktur her für eine systematische Vermittlung nicht geeignet sind. Da sagt Heimann, naja, das Führen einer partnerschaftlichen Beziehung ist in der Regel nichts, was man den Leuten durch Unterricht beibringen kann. Das müssen die irgendwie selber lernen. Das ist halt von seiner Struktur her nicht geeignet dafür, dass man den Leuten das in Kursen beibringt. Ich weiß, die katholische Kirche sieht das etwas anders. Die macht dann ja so Ehevorbereitungskurse zum Beispiel. Aber die Gesellschaft sieht das eben so, dass das nicht so ohne weiteres zu lernen ist. Gut. Also, was gehört jetzt zur unmittelbaren Lebensvorbereitung? Was muss man da gucken? Da sagt er, inwieweit fallen in den Bereich des Faches Mathematik Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten, die im pragmatischen Sinn zur Bewältigung alltäglicher Lebenssituationen beitragen? Ist die eine Forderung. Und die ohne Schule nicht oder nicht in hinreichendem Maße gelernt werden. Und dann die andere Frage, man sagt ja auch, man will was verbessern als Fachdidaktiker. Wo scheinen im Mathematikunterricht allenfalls inhaltliche und methodische Weiterentwicklung oder Akzentverschiebung nötig? Also wo leistet der Unterricht vielleicht gar nicht das, was wünschenswert wäre mit Blick auf unmittelbare Lebensvorbereitung? So, wichtig ist jetzt, das sind teilweise Folien, die ich von anderen übernommen habe, jetzt muss ich immer so ein bisschen kurz überlegen, wichtig ist jetzt ein Mathematikunterricht, der sich auf unmittelbare Lebensvorbereitung beschränkt, bereitet unzureichend auf das Leben vor. Also nur unmittelbare Lebensvorbereitung wäre zu wenig, aber die Ausklammerung von diesen sehr nützlichen Dingen beraubt den Mathematikunterricht seiner potenziellen Bildungswirkung. Jetzt schauen wir mal. Also wie hat der Heimann das gemacht? In einem ersten Schritt hat er sich ganz viele verschiedene Studien angeschaut, zu geforderten mathematischen Qualifikationen im Alltag und in Berufen, die jetzt als nicht besonders mathematiknah gelten. Also habe ich schon gesagt, bei Mathematikern und Informatikern sollten wir vielleicht nicht gucken, sonst kommt da einfach zu viel raus. Und hat dann festgestellt, dass es zwischen diesen Studien eigentlich eine relativ hohe Konvergenz gibt, also da immer sehr ähnliche Sachen drinstehen. Und die hat er zunächst mal aufgeschrieben. Also das sind jetzt diese mathematische Inhalte und Qualifikationen, auf die Nicht-Mathematiker, also Leute, die in nicht-mathematikaffinen Berufen arbeiten,
Nach Abschluss Ihrer Ausbildung, die muss man auch immer ein bisschen außen vor lassen, weil da werden teilweise Dinge von denen verlangt, die dann später gar nicht mehr brauchen, im Alltag bisweilen zurückgreifen. So, da steht jetzt als erstes arithmetischer Bereich, da ist sowas wie einfache Anzahlbestimmung, Beherrschung der Grundrechnungsarten, Rechnen mit Größen, Kenntnis der wichtigsten Maßeinheiten und Durchführung einfacher Messungen, vor allem bei Zeit und Längen. Das machen Leute in ihrem Alltag häufig. So, dann eine zweite Stufe, das Rechnen mit Brüchen, mit einfachen Nennern, in anschaulichen Kontexten, zum Beispiel wenn Sie so Kochrezepte haben und müssen ein bisschen was umrechnen, weil das da für 4 Personen steht und Sie müssen das jetzt für 8 Personen kochen. Rechnen mit Dezimalbrüchen ist wahrscheinlich noch häufiger. Ausrechnen von Mittelwerten, Prozentrechnung, Zinsrechnung und Schlussrechnung. Sie merken da schon, Ausrechnen von Mittelwerten ist das nicht eher Statistik. Die Statistik, die ist jetzt hier so ein bisschen reingemogelt, zum Teil ins Arithmetische und zum Teil dann ins Geometrische. Und dann gibt es noch die Durchführung arithmetischer Operationen mit einem Taschenrechner. Das machen Leute in ihrem Alltag zum Teil auch. Und so Grundfertigkeiten im Abschätzen und Überschlagen von Zahlen. Das ist auch naheliegend, dass das passt. So, dann der geometrische Bereich, Kenntnis elementarer, regelmäßiger Figuren und Körper. Vor allem sollte man wissen, was ein Kreis, ein Rechteck und ein Quadrat ist. Sowie elementarer geometrischer Beziehungen und Eigenschaften, im Wesentlichen rechtwinklig und parallel, benutzt man im Alltag. Dann die Fähigkeit zur Deutung und Anfertigung einfacher grafischer Darstellungen. Das hat jetzt ein bisschen nachgelassen, seit es Google Maps gibt und die Leute nicht mehr selber den Wegplan malen. Aber das gibt es wohl immer noch. Und die Darstellung von Größen und Größenverhältnissen in Schaubildern, Diagrammen und Karten. Da merken Sie auch wieder, das geht so ein bisschen da auch in statistische Grafiken natürlich rein. Sowie die Darstellung von Zusammenhängen zwischen Größen in kartesischen Koordinatensystemen. Ja, das findet man auch häufig. Schlagen Sie die Zeitung auf, da können Sie immer irgendwelche Graphen sehen. Und da wäre es ganz gut, wenn man das mit X- und Y-Achse und Ablesen so halbwegs auf die Reihe bekommt. So. Und da hat der Heimann jetzt wirklich festgestellt, wenn man mal nachschaut, wo wird das typischerweise unterrichtet, dann ist man unter Umständen schon mit der 7. Schulstufe fertig. Danach kommt nicht mehr so wahnsinnig viel, was in diesem ganz engen, unmittelbaren Sinn zur Lebensvorbereitung beiträgt. Wobei es Einschränkungen gibt. Zum Beispiel spielt die Exponentialfunktion in relativ vielen Kontexten eine wichtige Rolle, die ist aber deutlich später im Schulcurriculum. Aber so eine Idee davon, dass nicht alle Dinge linear wachsen, sondern es auch so ein immer schneller werdendes Wachstum gibt, die ist wahrscheinlich doch eigentlich für alle Menschen wichtig. Deswegen ist das gar nicht gut, dass die noch nicht mal in der Pflichtschulzeit ist. Die ist ja sogar erst in der Oberstufe. Also teilweise gibt es da Ausnahmen, aber man kann so sagen, der Großteil für diese unmittelbare Lebensvorbereitung ist vielleicht wirklich, sagen wir mal, mit Ende der Unterstufe abgeschlossen. So, das heißt jetzt nicht, dass dann danach nicht mehr allgemeinbildende Dinge gelernt werden, aber eben eher nicht Dinge, die zur unmittelbaren Lebensvorbereitung gehören. So, jetzt hat der Heimann in einem zweiten Schritt dann versucht, sich zu überlegen, kann man da so ein bisschen Ordnung reinbringen in die Dinge. Und hat dann so 3 Bereiche unterschieden. Einmal sagt er, es gibt sowas wie ein Inventar der Lebenswelt, da geht es darum, dass man Dinge kennt, unterscheiden und bezeichnen kann und mit dem normalen Gebrauch von Bezeichnungen vertraut wird. Sie sollen also wissen, was eine Kuh ist und sie sollen wissen, was ein Quadrat ist und was ein Schwein ist und was ein Bürgermeister ist. Also das sollen sie irgendwie lernen in der Schule. So, dann gibt es aber einen zweite Ebene, wo man Begriffe und Verfahren nutzt, entweder als Werkzeuge oder als Kommunikationsmedien. Werkzeuge sind Dinge, mit denen man einen Zweck erreichen kann, der ohne das Ding nicht oder nicht so leicht zu erreichen wäre. Prototyp der Hammer. Man kann ohne Hammer einen Nagel einschlagen, aber mit Hammer geht das eben deutlich leichter. Das ist ein Werkzeug. Oder auch eine Gabel. Man kann auch ohne Gabel essen, ist halt nicht so schön anzuschauen. Oder Zeichengeräte, man kann auch mit dem Finger und ich sage jetzt nicht, womit malen, aber fragen Sie mal Eltern kleiner Kinder. Ja, also das sind die Werkzeuge. Und dann haben wir, dass etwas anders ist, die Verwendung als Medium. Medium
ist so was Ähnliches wie ein Werkzeug, aber da geht es eher um den Austausch von Informationen, um das Wahrnehmen, Mitteilen und Kommunizieren. Typisches Beispiel, das Buch ist ein Medium. Das können Sie jetzt auch als Werkzeug wie einen Hammer benutzen, aber seine Zweckbestimmung ist eher, dass darüber Informationen transportiert werden. Und beim Telefon wäre das ähnlich. Mikroskop, da kann man sich jetzt schon wieder streiten, aber ist wahrscheinlich auch eher so, dass man halt genauer die Dinge ansehen kann. Mit dem Mikroskop selbst verändert man ja nichts. Da wäre dann vielleicht Skalpell oder sowas wieder in die Richtung eher gehen. Und das überträgt er jetzt auf Mathematik. Also er sagt eben, diese drei Dinge gibt es auch für Mathematik. Inventar der Lebenswelt, das wäre sowas wie Worte für die Zählzahlen, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Die zugehörigen Ziffern, die findet man in der Welt um uns. Man findet auch gewisse mathematische Symbole, wie das ist gleich zum Beispiel. Nicht immer in der passenden Verwendung, aber man findet das. Und es gibt gewisse Formbegriffe, die vorkommen. Hatten wir auch schon gesagt, Kreis, Rechteck, Kugel, Pyramide. Ja, die werden verwendet, viel mehr. Quader zum Beispiel schon wieder eher nicht. Eher so rechteckige Kiste oder Kasten zu. Und was ist jetzt die Verwendung von Mathematik als Hilfsmittel? Naja, da könnten Sie jetzt sagen, Werkzeuge, Rechenoperationen zur Erzeugung relevanter Zahlen. Hatte ich gerade schon ein Beispiel gesagt, Sie haben da das Kochrezept, steht da für 4 Personen, aber jetzt kommen die Schwiegereltern und man muss das für 6 Personen kochen und dann muss man da irgendwie umrechnen und das Ziel ist das Erzeugen dieses Ergebnisses. Und dann sagt er, was auch noch dazu gehört, ist Standardmodelle nutzen. Standardmodelle meint sowas wie zum Beispiel Proportionalität. Also in der Regel gehen Sie davon aus, wenn 2 Kilo Schweinebauch 10 Euro kosten, dann kosten 4 Kilo Schweinebauch ungefähr 20 Euro. Ne, proportionale Zusammenhänge. Man soll dann aber auch wissen, dass 200 Kilo Schweinebauch dann in der Regel eben nicht das Hundertfache von 2 Kilo Schweinebauch kosten, weil da gibt es dann eher Mengenrabatt, da kann man ganz anders einkaufen. Also das meint dieses Umgehen mit Standardmodellen. Prozentrechnung wäre auch sowas, wo man sagt, ah, das ist so ein Standardmodell für gewisse Dinge. Dann Mathematik als Kommunikationsmedium. Ja, das wären alle möglichen quantitativen Angaben. Ja, bevor es hier Augmented Reality gab, da ist man ja noch, hat man ja noch im Katalog nachgeguckt, wie groß ist der Kasten. Und dann hat man bei sich zu Hause so ausgemessen und geguckt, ob das passt, damit man den eben nicht erst vom IKEA aufholt, dann aufbaut und merkt, scheiße, der passt ja gar nicht. Also da merkt man, so Maßangaben sind halt ein gutes Kommunikationsmedium für relevante Informationen. Und natürlich auch Zeichnungen und räumliche Modelle. Wenn Sie selber ein Haus bauen, dann sind Sie auch ganz froh, wenn Sie vorher schon mal den Grundriss gesehen haben. Also auch da ist Mathematik ganz praktisch. Oder natürlich kann man sagen, so allgemein Statistik, ne, wenn Sie sich fragen, geht es jetzt eigentlich der österreichischen Wirtschaft gerade gut, dann gucken Sie sich die Arbeitslosenzahlen an oder das Bruttosozialprodukt. Also in all diesen Kontexten könnten Sie sich als interessierter Bürger irgendwie mit mathematischen Darstellungen konfrontiert sehen. So, jetzt haben wir uns das alles angesehen. Wofür hat der Heinemann das benutzt? Naja, er wollte ja auch schauen, wo muss sich Mathematikunterricht vielleicht weiterentwickeln. Und da sagt er, naja, Mathematik als Werkzeug, diese operativen Anwendungen von Mathematik, dass die Leute rechnen lernen, da ist bis 1995 eigentlich eh schon relativ viel Wert draufgelegt worden. Und ich würde mal meinen, das ist auch heute, also etwas über 20 Jahre später, noch sehr ähnlich. Dieser operative Gebrauch kommt vor, aber da sagt er, was vielleicht zu wenig vorkommt, sind so kontrollierende Aktivitäten wie abschätzen, kann die Größenordnung stimmen und auch für solche so qualitativere Fähigkeiten, das war damals so ein bisschen unterbelichtet, hat sich vielleicht was gebessert, müsste man genauer hinschauen. Und eine Möglichkeit, die man auch hätte, wäre natürlich, dass man sagt, so rein algorithmische Prozesse, wo man jetzt gar nicht großartig weiter nachdenken muss, aufwendige Rechnungen und so, die kann man natürlich zunehmend an Technologie weitergeben. Das ist sogar seit 1995 eher noch dringender geworden, weil die Taschenrechner mittlerweile ja so den gesamten Unter- und Oberstufenstoff algorithmisch eigentlich ganz gut beherrschen, bis hin zur Kurvendiskussion, bis zum Lösen sehr komplexer Integrale und so weiter und so fort. So, und das sollte dann eigentlich Raum dafür schaffen, sagt der Heinemann dann, dass man
alltägliche Standardanwendungen, also zum Beispiel mein Schweinebauchbeispiel von vorhin, dann auch hinsichtlich ihrer Modellgrenzen sich anschaut und sagt, naja, was funktioniert da eigentlich nicht, wenn wir die lineare Funktion haben, wofür ist das eigentlich gut, wo stößt das aber an Grenzen und so weiter. Das wäre da sein Wunsch bei der Entwicklung, bei Mathematik als Werkzeug. Also er sagt insgesamt eine zu hohe Bedeutung wahrscheinlich bei diesen operativen Fähigkeiten und Mathematik als Werkzeug gebraucht, jedenfalls ein zu starkes Gewicht auf der Handhabung dieser Dinge und zu wenig darauf, wofür das dann eigentlich gut ist. So, und bei Mathematik als Kommunikationsmedium, da ist er davon ausgegangen, dass solcher darstellenden Mathematik eigentlich höheres Gewicht zukommen muss. Das ist heute noch so, dass die Statistik in der Unterstufe und die Stochastik dann in der Oberstufe die Stiefkinder im Mathematikunterricht sind, die dann immer so, also zwei Wochen vor den Ferien lässt man die da so ein paar Tortendiagramme malen und das ist es dann im Wesentlichen gewesen. Und das kommt jetzt eigentlich nicht wirklich der Bedeutung, die Statistik für das spätere Leben der Leute hat. Und auch der, also wenn man irgendwie sagt, Mathematik in nicht mathematiknahen Studienfächern, da wird man eben auch immer an Statistik denken. Die Mathematiker sagen auch, ach, Statistik, Stochastik, das müssen die Leute gar nicht können. Die müssen Analysis und lineare Algebra können. Stochastik bringen wir denen dann schon noch bei. Aber die sehen irgendwie nicht, dass in fast allen Studien, sie können ja fast nichts studieren, wo dann keine Statistik vorkommt. Also da könnte man schon sagen, ah, das wäre vielleicht doch ein Bereich, wo man in der Schule eigentlich für die Allgemeinbildung für alle mehr beitragen könnte. Also hier, das hat zumindest 1995 noch eine sehr geringe Bedeutung gehabt. Und da wäre es wichtig, dass da mehr kommt. Und man kann sagen, tendenziell ist da wahrscheinlich doch schon einiges besser geworden, auch mit der Einführung der Standards und jetzt der Zentralmatura, weil die da eben auch Wert drauf legen. Aber da ist wahrscheinlich immer noch ein bisschen Entwicklungspotenzial. Gut, das war die unmittelbare Lebensvorbereitung. Ich bin auch fast pünktlich. Ein bisschen streng guckt Frau Bielmann.